Ja, jetzt habe ich neben mir den Weihnachtsengel stehen, Janina Hartwig. Sie ist Model, sie hat eine eigene Spedition und ja, und sie fährt den Christmas Truck. Hallo Janina, wie geht's dir? Hallo, grüß dich, mir geht's gut, danke. Ich freue mich hier zu sein. Die letzte Station meiner Weihnachtstour und ja, eine sehr tolle Atmosphäre. Ja, echt mega. Ich meine, wir haben das ja eben hier auch gesehen und aufgenommen, wie du die Geschenke verteilst. Wie gesagt, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Wie fühlt sich das denn an, wenn du die Geschenke verteilst und die glücklichen Augen siehst? Ja, also meine 2 Wochen war ich jetzt unterwegs. Das ist natürlich immer ein Highlight. Na, jeder Tag ein Highlight für sich. Wir besuchen pro Tag 1, 2 Einrichtungen direkt. Kinderheime, Tafeln, Hospize, Kliniken und da gibt es natürlich 1000 schöne Momente und ja, ist immer ein Highlight auch für uns. Und ich meine, ich habe ja eben schon gesagt, du modelst, hast aber noch eine eigene Spedition, also wirklich total vielseitig und jetzt fährst du den JML Christmas Truck. Wie bist du da drauf gekommen? Ja, also ich habe mich immer interessiert für alles, was Räder und Motoren hat. Diesel im Blut auch ein bisschen durch meinen Vater. Und für mich war klar, dass ich eines Tages Lkw-Fahrerin werden möchte, habe mir diesen Traum auch erfüllt. Und seit 8 Jahren eine eigene Spedition. Und ich wollte irgendwas Gutes tun, verbinden meine Spedition mit Charity. Und da gibt es ja nichts Besseres, als ein Lkw zu befüllen mit Geschenken. Das definitiv. Und seit wann fährst du den Truck jetzt schon? Die Christmas Truck Tour, die mache ich seit 5 Jahren. Die ist einmal Corona-bedingt ausgefallen, aber jetzt in diesem Jahr wieder mit Vollgas und ich freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr. Und es waren ja echt wahnsinnige Geschenke, viele Geschenke, wirklich sehr hochwertige Geschenke. Woher bekommst du die alle? Wir haben Sponsoren, die unterstützen uns mit Sachspenden oder mit Geldspenden. Also entweder bekommen wir die Geschenke direkt oder wir kaufen eben noch das Passende dazu. Also echt wahnsinnig. Und du fährst ja durch Deutschland, hast du gesagt. Wo sind denn so deine Touren oder wo kann man dich denn sehen? Wir sind gestartet in der Schweiz, in Basel und sind dann hoch Schwarzwald, Köln, Gelsenkirchen, Bielefeld, Bremerhaven, Hamburg, Berlin. Leipzig waren wir, Wolfsburg, Frankfurt, Offenbach und ja, jetzt die letzte Station hier. Und wie bekommst du die Ziele? Kann man dich dann buchen oder suchst du dir das selber aus? Wie funktioniert das? Wir haben natürlich Einrichtungen, die wir seit vielen Jahren besuchen und da kommen aber jährlich auch neue dazu. Entweder suche ich die raus oder mein Team oder da entsteht irgendwas, jetzt auch in diesem Jahr schon für nächstes Jahr. Mittlerweile gibt es auch sehr viele, die uns kontaktieren und fragen, ob wir vorbeikommen. Und dann beginne ich irgendwann im Februar, März mit der Planung, gestalte die Tour und ja, das ist ein Jahresprojekt eigentlich. Ja, definitiv. Und wie lange fährst du denn jetzt, also von den Monaten her? Meine Tätigkeit als Lkw-Fahrerin? Nee, also die Truck-Tour, also ja. Nur November, Dezember oder nee, wie fährst du? Die Christmas-Truck-Tour dauert 2 Wochen, genau. Das heißt, 2 Wochen bist du dann nonstop mit dem Truck unterwegs? Ich bin am 1. Dezember gestartet und ja, morgen wieder zurück nach Hause. Und wie kann man dich dann erreichen, wenn man sagt, hier ist eine super gute Idee, das möchte ich auch gerne bei mir haben? Das läuft über unsere Spedition, die Janina Martig Logistics. Wir sind in den sozialen Medien sehr präsent. Wir sind telefonisch erreichbar oder per E-Mail. Unsere Daten findet man und wir freuen uns über jede Anfrage. Ja, also ne, auf jeden Fall ist es eine mega tolle Idee. Und also wie gesagt, ist einfach Gänsehaut pur. Und vielen Dank auch für das kleine Interview jetzt. Und ja, du bist ja jetzt sicher auch dann beim Boxkampf dabei und da sehen wir uns sicherlich später noch. Vielen Dank auch für den tollen Empfang hier und wir sehen uns später. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Sehr gut. Vielen Dank. Danke.